Im sachsen-anhaltinischen Dessau wurde am Wochenende demonstriert. Mehrere hundert Menschen kamen dort am Sonntag, dem 7. Januar, bei Minusgraden zusammen, um an Uri Jalloh zu erinnern und gegen Polizeigewalt zu demonstrieren. Es war der 19. Todestag des aus Sierra Leone stammenden Mannes, der am 7. Januar 2005 im Alter von 36 Jahren in einer Gewahrsamszelle der Dessauer Polizei verbrannte. Dabei war er an Händen und Füßen gefesselt gewesen. Die Umstände seines Todes wurden trotz eines Prozessmarathons nie vollends aufgeklärt und gelten bis heute als umstritten. Trotz dutzender Ungereimtheiten wurde das Verfahren gegen die Polizei eingestellt. Die Demonstration in Dessau endete gegen 18 Uhr mit einer Abschlusskundgebung vor dem Polizeirevier, in dem Uri Jalloh starb. Auf den Plakaten der Demonstrierenden war unter anderem die Forderung zu lesen, die Polizei abzuschaffen. Wie bereits mehrmals auf vergangenen Gedenkkundgebungen trat auch im Rahmen dieser Demo der linke Musiker und Aktivist Mal Elewe auf.